Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Holen Sie mir, Fegelein! Jodl und Burgdorf. Vorstoßende Sowjetverbände. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner. Der Führer ist der Führer. Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven. Dann entblößen wir die Westfront. Ich glaube! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schalten Sie es! Ja, mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Feiglinge! Verräter, Versager! Suchen Sie ihn! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Bist das Feiglinge! Dann entblößen wir die Westfront! Kehrt wach! Ich hab das einmal mit gemacht! Das reicht! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Himmler! Hätte ich doch nicht halten können, Julius Amin. Himmler. Soll der Eidungssachen hindern, selbstständig zu denken? Wird das alles in Ordnung kommen? Sind wir heute den ersten Drehtag haben? Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, um sich zu autorisieren, behauptet, ich wäre krank! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Dann suchen Sie ihn! Ich will feiern Sie! Sofort! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Kehrt wach! Da! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Soll der Eidungssachen hindern, selbstständig zu denken? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Dann suchen Sie ihn! Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Bist das Feiglinge! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Bist das Feiglinge! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Der Befehlsführer, das ist unumstößlich! Egal, was passiert, wir werden nicht kapitulieren! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wie bitte? Thank you.
mit meiner Auge zu nahe, was ist? Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Das sagen ausgerechnet Sie. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die kehrt machen! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Siehst du ohne Ehre! Und Armee verloren. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Der war korrupt. Immer schon. Diesen Kräften, mein Führer. Westfront. Tisole! Anders kann man. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmt. Kapitulieren niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Schlimm! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich will sofort zum Bericht! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volk! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Mein Führer, Fluch und Berlin wird eine gewaltige Kriege. Fremder, unberechenbarer Künstler! All die anderen, ja! Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille Vollbeats! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Es ist Landesverrat.